Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind hier an der ältesten Naturrennstrecke Deutschlands bei der IDM und ich habe mir heute für unser kleines Portfolio einen Hochkaräter an die Seite geholt. Sascha Schoder, Initiator von zwei Cups, die hier im Rahmen der IDM stattfinden, der Twin Cup und der Superstock Cup. Und wir wollen heute ein bisschen über die sogenannte zweite Haut sprechen. Und zwar, er hat sie hier auch wunderbar schon an. Die zweite Haut, Sascha, wir wollen heute über die Marke IXS sprechen. Die habt ihr natürlich auch wirklich ganz souverän als Partner in den beiden Cups auch. Jeder Fahrer trägt so eine Kombi. Und wie kam es dazu und warum tragt ihr eigentlich die X-Kombi? Ja, wir haben vor 2 Jahren halt einen neuen Kombihersteller gesucht. Und das Problem ist halt, wenn du so viele Leute mit an den Start bringst wie wir, dann kannst du es halt leider mit einem kleineren Hersteller nicht machen. Das ist uns relativ früh bewusst geworden. Und dann haben wir halt geguckt, sondiert den Markt, wen gibt es da, wer kann den Support bieten. Ja, und dann ging es relativ schnell, dass wir bei der Firma IXS gelandet sind und seit 2 Jahren läuft mittlerweile unsere Kooperation. Das bedeutet, Support an der Rennstrecke heißt, es sind immer Leute dann auch da, die zur Hand gehen, die irgendwas kontrollieren, die Nähte anschauen, weil es entstehen logischerweise auch mal Stürze und dann muss man so eine Kombi auch überprüfen. Man muss schauen bei einer Airbag-Kombi irgendwie, wie funktioniert das auch nach einem Sturz. Man muss da die Patronen austauschen und da musstet ihr natürlich da auch zu einem sehr, sehr renommierten Partner zurückgreifen. Ja genau, also der Zuschauer hat es leider nicht gesehen. Da, wo wir jetzt gerade stehen, wurde vor 2 Minuten gerade noch eine Naht nachgenäht. Und das ist halt für unsere Jungs viel wert, weil, wie du schon gesagt hast, man nimmt ab und zu mal eine Bodenprobe und da stellt man halt auch die ein oder andere Naht mal auf die Probe und wenn die dann mal aufgeht, dann kann das hier auf der Rennstrecke vom Race Support von IXS nachgenäht werden und schon sind die Jungs da draußen wieder mit einem sicheren Leder unterwegs. War die Entscheidung auch in Anbetracht anderer Klassen, wo dieser Partner ja schon seit mehreren Jahren auch tätig ist, gefallen, weil ich sehe zum Beispiel ganz, ganz viele Fahrer auch in der Supersport 300 oder in der 600 oder in der 1000er damit fahren und... Ja, am Ende des Tages macht es ja auch für den Hersteller nur dann wirklich Sinn, wenn man auch viel präsentieren kann. Ne? Und dadurch, dass der R3 Cup auch von Yamaha mit IXS ausgestattet ist, ist einfach die Schnittmenge hier am größten. Und so macht es auch für den Hersteller Sinn, sich hier auf dieser tollen Bühne IDM zu repräsentieren. Wie viele Fahrer seid ihr insgesamt sozusagen im Starterfeld, im Twin Cup und in der Pro Superstock Cup? Wir haben knapp 80 Fahrer immer mit den Gaststartern noch dabei. Der Twin Cup ist voll bis oben hin mit 42 Festeingeschriebenen. Und dann haben wir immer so 38, 36, je nach Rennstrecke auch und je nach Gaststartverhalten hier mit in Schleizgrade. Wenn ich mich nicht täusche, sind es auch ungefähr 29 circa im R3 Cup. Bedeutet, wir sind hier auf so einer leichten Schnittmenge in den Markencups von circa 100 Fahrern, die hier alle die gleiche Kombi tragen. Also das ist ein einheitliches Auftreten, das sieht auch alles wunderbar aus. Ich habe es mir vorhin persönlich beim R3 Cup mal anschauen dürfen und das ist schon echt, ja ich sag mal, eine blaue Horde, die da dann die Start-Ziellinie runterknallt, irgendwie alle in der gleichen Kombi. Bei denen ist es allen gleich und bei uns ist halt das Schöne, wir haben halt das ganze Portfolio. Ne? Wir haben wirklich von der normalen Stangenkombi, wenn einer in 50, 52, 54 einfach so reinpasst, dann kann er zu einem super Preis bei uns im Cup das Einsteigerpaket bekommen und dann geht es halt immer weiter nach oben, bis es dann irgendwann custom made ist, so wie hier mit frei auswählbarem Design, freie Sponsoren, freie Farbwahl. Das ist halt schön, dass wir wirklich dieses ganz breite Spektrum abbilden können. Also von ganz unten Beginner, Stangenkombi, genau, wenig Kohle, bis hin zu einmal komplett Top Deluxe. High-End-Maß-Kombi dann. Das heißt, da werden diverse Maße auch genommen. Das ist wirklich eine komplette körperbetonte Kombi. Da passt alles so, wie es hingehört, im Bestfall, wenn der Winter nicht kommt und man dann natürlich nicht an der einen oder anderen Stelle zunimmt, aber ich glaube auch das macht sie weg und ich glaube designtechnisch kann man da auch, hat man eine riesige Vielfältigkeit. Ja, ja genau, der Momo ist da immer super bemüht und stellt auch die meisten Fahrer dann glücklich. Klar, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn dann 30 Entwürfe hin und her geschickt werden, aber am Ende des Tages ja, sind es Kunden, die müssen glücklich gemacht werden. Ich bin froh, wenn meine Kinderchen glücklich sind und wenn wir nächstes Jahr hier hoffentlich mit 84 Mann stehen und 2 ausgebuchte Cups hier in der IDM platzieren können. Super. Wie die Stimmen aus den, von den Fahrern, also sowohl von den Damen als auch von den Herren, wie sind die bezüglich der Kombis? Ja, wir haben besonders, das Geilste ist einfach der Support. So, Lederkombihersteller gibt es nun mal viele und es sind bestimmt auch andere nicht schlechter als das, was wir tragen. Aber der Support ist halt da. Ne? Du kannst auf der Rennstrecke genauso wie bei der X-Lite einfach vorbeigehen, mit deinem Leder dein Leid klagen, dann hast du jemanden, der sich kümmert und der sitzt halt nicht 3000 Kilometer weg irgendwo an der Adria und sagt, ist jetzt blöd.
Ja, zusammengefasst, Service ist hier auch wieder ganz groß geschrieben, natürlich bei den Profi-Rennfahrern und auch bei den Markencups. Man sieht ein volles Starterfeld, viele Fahrer und Fahrerinnen, die hier die X-Kombi tragen. Also vielen Dank, Sascha, an der Stelle. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ich denke, die Zuschauer zu Hause haben auch ein leichtes oder ein großes Bild auch davon bekommen. Jetzt noch eine ganz wichtige Frage. Wir reden ja hier in einem Rennsportsegment. Das sind sowohl Markencups als auch die Profis in den unterschiedlichen Klassen. Kriegt so eine Kombi auch der Otto-Normalverbraucher zu Hause? Ja klar, logisch, überhaupt gar kein Problem. Wir werden jetzt hier über den Race Support ja vom X-Store in Hamburg betreut. Mhm. Und das, was wir tragen, ist nichts anderes als das, was der Endverbraucher auch ganz normal im Laden kaufen kann. Also ist kein Zauberkram. So, liebe Leute, ihr wisst, ihr habt es gehört, einfach ihr könnt genau das gleiche Material, was ihr hier beim Sascha auch seht, auch für euch persönlich bekommen. Egal, ob ihr nur Sport- oder Hobbyrennfahrer seid oder vielleicht auch ein eingeschriebener Cup-Fahrer. Das ist auch für jedermann zu haben und ich denke, das ist das ganz Wichtige. Da, Sascha, vielen Dank von der Stelle. Wir sehen uns, glaube ich, im Laufe des Tages heute nochmal. Dir jetzt viel Spaß noch bei was auch immer. Hast du noch ein Qualifying? Nee, wir sind durch. Super. Ich darf jetzt raus aus dem Leder. Oh, sehr gut. Vielen Dank. Danke, Barry. Dankeschön. Bis bald.